Korrekt. Ja? Kannst du uns mitnehmen? Wo können wir einen LKW kaufen? Warum? Du musst uns abholen. Wir haben einen Unfall gehabt. Ja, wir müssen erstmal einen LKW kaufen. Ja, ich zeig dir, wo das ist. Du weißt das nicht, du Luke. Doch, ich schwör, guck. Ja, sag wo. Guck unter rechts neben PD. Guck, geh auf Karte, dann auf PD und dann rechts daneben ist so ein LKW. Okay, danke. Ich hab markiert, falls du bei PD. Da kann man LKW kaufen. Ja, okay. Was kann man kaufen? Nee, LKW. Ah, okay. Oh, Brianna. Hallo, Brianna. Wie geht's? Oh, mir geht's gut. Wie geht's dir? Auch gut. Ich mach ein bisschen Aufklärungsarbeit. Und du? Was denn für eine Aufklärungsarbeit? Ja, unter Zivilisten muschen. Definiere mir das genauer. Ich schwöre mich einfach ein bisschen um, was hier so abgeht in der Stadt. Wo bist du? Eigentlich wollte ich mit dem Chief reden, aber das Der ist nicht da, ja? Doch, der ist da, aber irgendwie auch nicht. Keine Ahnung. Keine Ahnung, lass mal wieder was starten. Scheiß auf PD. Ich bin aber nur bis 18 Uhr da. Ja, ist doch. Komm zum LKW-Laden. Was für ein LKW-Laden? Wo soll er denn? Neben PD. Ich hab keinen. LKW-Laden neben PD. Wo ist denn hier ein LKW-Laden, ne? Mach deine Karte auf in dein Handy. Da ist die PD und ein bisschen weiter unten rechts ist ein LKW-Laden. Ich hab kein Auto. Scheiße. Voll weit. Okay, ich bin auch mit Motorrad. Ja, nimm mich mit, ich bin am PD. Wo bist du? Ich bin nicht alleine. Ich bin mit Luzi. Hast du kein Auto? Luzi mit der Uzi. Drrrr. Autos sind weg. Bist du dumm oder was? Okay, ich lass mir was einfallen, wie ich dich abholen kann. Okay. Wo fährst du, Mann? Ich fahr doch. Du fährst wie Scheiße. Nein. Digga, wo fährt er lang? Digga, voll dumm, Mathis. Digga, wir haben kein Geld dafür, ja. Hallo? 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 Ja? Yeah. Willst du ran? Auf was wartest du? Ich bin schon hier. Ah, okay. Oder wisst ihr noch nicht? Ich komm doch, schnell. Doch. Mein Freund weiß schon. Wie heißt du? Scheiße, ich hab nicht genug Geld. Luzi, mit der Uzi. Luzi? Mit der Uzi, ja. Freut mich, ich bin Richie, mein Lieber. Oh, Richie. Richie mit dem dicken Sibbi. Richie? Hallo, Onkel Richie. Kauf mir mal einen LKW, Bro. Kannst du einen LKW kaufen für meinen Bro? Mann, so ein Arschloch. Richie, kannst du uns einen LKW kaufen, bitte? Richie. Komm. Keine Ahnung von meinen Leuten. Komm, Luzi. Oh, Mann. Er ist gemein. Hast du Geld auf dein Konto? Ich guck mal. Ja, $3,500. Scheiße, wir sind am Arsch. Ey, du hier. Ey, kauf uns sofort einen LKW! Jetzt sofort! Oder ich erblinde dein Auge. Onkel Richie, kannst du uns einen LKW kaufen, bitte? Oder drei? Kein Geld? Nein, bitte. Ja, woher soll ich denn Geld haben? Ich bin gerade wach geworden, ich habe weniger Geld wie ihr. Du hast schöne Haare, du gehst bestimmt jeden zweiten. Ja, mit Haaren kann ich mir keinen LKW kaufen, Bruder. Ah, du gehst ja, habt ihr Geld? Bitte, Onkel Richie. Habt ihr Geld? Alle sind einfach Bettler geworden. Scheiße, Mann, wir sind alle Geringverdiener, Mann. Wir müssen los. Scheiße. Oh, Mann. Scheiß drauf, Mann. Warte mal, ich kann von Brianna vielleicht. Brianna, kannst du mir 10.000 leihen? 10.000? Ja. Natürlich. Okay. An Duanga, hier vor mir steht an der Rick. Keine Ahnung, wer das ist, aber der sagt, du kannst ihn mal. Okay, halt ihn fest! Und der hat einen kleinen Fimmel. Was ist denn los? Hm? Brianna, bist du bei PD? Ich bin in einer Minute da. Nein. Okay, kommst du komm direkt bitte zur Bank vom Wuffelpark, ja? Okay, ich bin auf dem Weg. Bis gleich. Wer ist das, Duanga? Das ist Brianna, eine nette Frau. Hat sie Geld? Ja, sie gibt uns 10.000 jetzt. Sie kommt aber mit uns rein. Ja. Wow. Du kennst viele Frauen, oder? Nein. Du lügst. Okay. Bist du mit der zusammen? Duanga. Nein, ich bin nicht mit dir zusammen. Okay, schneller. Und dann sagst du, ich kann nicht fahren. Okay. Warum hab ich so wenig Geld? Meine Tochter kommt rein und sagt, Essen ist fertig. Wanga? Walla. Wanga? Warte ganz kurz. Sie kommt rein und sagt, Essen ist fertig. Ich denke mir, geil, Digga, ich hab auch voll Hunger. Sie zeigen sie ihren Teller. Ihre ganzen Arme sind voller Spaghetti Bolognese. Ihr Teller so komplett umgerührt und Wasser drinne und was weiß ich. Sie sagt, hier, du kannst mein Essen haben. Ich sag, ah nee, danke, aber kannst du mal sagen, ich will einen anderen Teller, einen neuen Teller haben? Digga, das sah aus, als ob sie da mit den Füßen schon drin war. Mein gebrochenen Teller geht. Brianna, magst du ihn auch? Okay. Komm, Brianna. Ja, du musst von deinem Konto abbucht. Ich hab doch schon, jetzt komm doch mal her. 967. 967? Ja. Das ist alles, was ich hab. Dankeschön, Brianna, du hast unser Arsch gerettet. Ja, Digga. Oh mein Gott, guck mal, wie viel wir haben. Aber das ist voll krass, Digga. Wie soll man das Metall als Zivilist lagern, wenn man nur einen einzigen Dings kaufen kann? Wisst ihr, was ich meine? Einzahlen 9.100. Bist du Polizistin? War ich. Bin ich, ja. Warum? Bin.
Immer noch, ne? Mhm. Warum? Versteckst du dich? Ja, scheiße, wir brauchen ein Auto, damit sie mitkommen kann. Ich hab kein... Ich steig ein, wir gehen gucken, ob irgendwo ein Auto ist. Warte, ich ruf Kackmeil an. Ey, Moment, stopp! Hallo, hallo? Warte. Was ist denn mit diesem Rick, der da stand? Der Komm, Rihanna. Ja, Mann, fahr los! Yeah, fahr zu mir, Camilla! Ich hatte doch viel mehr Geld am Konto. Was ist denn? Kann mir das einer erklären? Nee, das. Du Anger war das. Ich hab alles geklaut. Warst du das wirklich? Ja. Warum? Ich bin auch Geld. Okay. Warum laufe ich eigentlich das so rum? Könntest du eventuell nochmal nachfragen, ob die Bloodouts noch zählen? Das ist eigentlich eine interessante Frage. Wo fahren wir hin? Was ist das hier? Digga, es wurden die Waffen wurden geklärt und es sind schon über 300 Waffen im Umlauf. Meinst du mich? Ja, der im LKW. Ich zu schlagen, Mann. Ich schlag keine Frauen. Ja, Bro. Jetzt, du Hunger, jetzt. Ich will, Mann. Jetzt kann einer kaufen von euch. Herr Ritchie. Ey, was ist das mit den meisten Kofferraum? Mule? Ja, ja. Herr Ritchie, kannst du mir ein Auto 200 Kilo Mule. Oder 200 ist auch so lächerlich. So, endlich. Brianna soll uns mit Motorrad hinterherfahren. Ja, ja. Brianna, fahr mit Motorrad hinterher. Ja. Wo ist ein Garage? Ja, ich hab markiert. Was sagst du? Du bist der beste Fahrer in Los Santos. Okay, Amri, ja, kein Problem. Ah, okay, alles klar, kein Problem. Sie sagt, oh, tut mir leid, Abi, mir ist dein Teller runtergefallen. Mama kocht jetzt neues, halbe Stunde oder vielleicht weniger. Soll ich fahren? Hat mein Leben zerstört. Nein, nein, alles gut. Oh mein Gott, Digga. Wow! Yeah! Wo ist sie? Wo ist Brianna? Wer ist das? Brianna. Wer soll das sein? Deine Freundin. Ich hab keine Freundin. Du lügst. Ich lüg nie. Nur immer. Immer lügen, du. Du hast. Was mit Funk? Bekomme ich Fufu ein bisschen. Fufu kriegt niemand! Okay. Ach ja, genau. Irgendwann bekomme ich Fufu von dir. Ich weiß das. Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich Brienne anrufen. Sie soll uns abholen. Wir sind bei 81, komm her mit dem Motorrad. Bis gleich. Bist du 50 Cent? Nein, 25. 25, komm, hey. Duanga. Celine, danke dir. Ja? Du bist schlau. Ich weiß. Aber manchmal auch nicht schlau. Ja. Okay. Lass mich fahren. Okay. Du kannst es nicht. Er ist gut im Fahren. Okay. Sie ist die Beste, glaube ich. Natürlich, wohin fahren wir? Fährst du PD? Die. Duanga, kannst du mir deine Nummer geben? Ja, genau. Sag mir deine Nummer. Luzi! Oder schreib meine Nummer auf, los. Warte, Duanga kann nicht so gut mit Zahlen. Ja, richtig. Wir machen immer mal nach Zahlen. 1-6. 1-6?
2, 2, 2. 2, 2, 2. 6. 6. Richtig. Ich ruf dich, Mann. Hier rechts. Nein, rechts, das war links. Sehr, sehr und gut. Sie ist die beste Fahrerin. Rechts. Ich bin blond und blau, ich habe eine Rechts-Links-Schwäche, also hat die Gosch. Nein, hast Digga, PD hat. Ja, ja, hab ich. Luzi, kannst du einspeichern. Er wird mein Motorrad. So, der. Ringo! Maske runter. Ah, hast du eine Minute? Natürlich. Okay. Ey, alles klar bei euch, Kollegas? Ja, natürlich, und bei Ihnen? Ja, ja, auch. Danke schon. Komm mal, Ringo. Ja, Dunga, was ist los? Nicht hier, sonst kommen alle. Ja, yeah. Okay. Komm jetzt, sonst kommen alle. Weißt du doch. Das muss auf jeden Fall unter vier Augen sein. Unter vier Augen? Yeah. Hamid, warte mal bitte kurz, Bruder. Okay. Warte, bitte. Warte, komm mit. Ich schlag ihn nicht. Nein. Wir haben uns wieder vertragen. Wir lieben uns. Ne, Duanga? Ja, natürlich. Ja, der also. Kackmann hat mich auch gerade angerufen. Erzähl. Okay. Also, Redfield weiß ja auch Bescheid. Redfield steht da hinten. Du weißt, dass ich noch... Ne? Ja, ja, klar. Okay. Ich brauche ein bisschen Ausrüstung. Bisschen Medikit. Vestas. Ja. Weil ich das ja nicht selber holen kann. Weißt du, warum? Ja, und ich habe auch für dich was Besseres besorgt. Okay. Damit du für dein GTF gut arbeiten kannst. Ja? So, weil warum? Weil der Whitebeat an dich denkt, du Anger. Aber nein, der Whitebeat macht ja seine Arbeit nicht, wie du. Wir sind ja alle Arschlöcher, wie du gesagt hast. Nein. Du hast Tasche, ne? Ja, natürlich. Nimm das, das wirst du gebrauchen. Vertrau mir einfach. Das ist illegal. Aber wenn die Leute dich irgendwie dingen, so kannst du vielleicht bei den ein oder anderen Familie ein bisschen einschleimen. Warte mal, warum ist Metall illegal? Keine Ahnung. Das ist doch nur Metall. Ich weiß es auch nicht. Ich habe es gerade bei einem Burrito gefunden. Yeah. Okay, lass uns jetzt ernst bleiben. Okay. Was brauchst du denn alles? Ich brauche Medikits, Vestas, vielleicht ein paar Schlagstuckers. Für ein Auto reinpackt. Ja, genau. Also Waffas, wenn du mal eine konfessierst, dann bräuchte ich die. Aber jetzt noch nicht, ist kein Problem. Redfield hat mir auch gegeben, also alles gut. Waffentechnisch habe ich leider gar nichts. Ja, du brauchst eine. Ja, deswegen, ja. Guck mal, was der Onkel Whitebeat für dich machen kann. Okay. Warte. Warte. Yeah, das auch noch, warte. Tesa nicht, weil sonst hat auffällig. Ja, richtig. Tesa ist auffällig, geht nicht. Okay. Ja, falls du irgendwie gepackt wirst oder so. Scheiß auf Tesa, bringt dir eh nix. Ja, genau. Nimm da mal Munition mit. Warte. Du hast ein Schutzwesten. Nein, der hat sich gerobt. Ich hab gar keine leider. Ja, dann warte mal hier. Chat, die sind nicht dumm. Duanga hat das einfach Five-Head-Move-mäßig gemacht, Chat. Das ist einfach. Wir müssen uns jetzt mal aufs RP einlassen. Wallah. Also wenn man wirklich sagt, oh, der darf keine PD-Waffen benutzen, der hat keinen Sinn. 0,0 Sinn für RP. Weil, Digga, das ist so geiles RP gerade mit der Polizei und Duanga. Ich feiere das auch richtig, dass die mitmachen. Damit, wisst ihr, was ich meine? Yeah, Duanga. Yeah? Pass auf, wenn du noch Unterstützung brauchst für deine Operation, sag mir Bescheid. Das ist sehr gut und wichtig, dass ich auf dich zählen kann. Aber das muss immer, wenn ich dich rufe, darf das niemand wissen. Nein, nein, du hast doch gar nicht meine Nummer mehr. Ja, richtig. Deswegen brauche ich jetzt deine Nummer. Gib ich dir, warte, das nimmst du. Nee, der ist weg. Sag mal deine Nummer. Genauso wie meine 40 Privatautos. War richtig gut, als ich das gesehen habe. Warte, warte. 425. Ja? 944. Wissen Sie, was ich noch mehr fühle? Die Mafia, meinen Sie? Mir eine Sanktion zu geben, ohne dass ich was davon weiß. Warte. Auch sehr, sehr geil. Wie viel Platz hast du noch? Ja, aber das sind interne Maßnahmen. 9. Wie gesagt, ich verstehe Ihren Unmut, aber das ist wichtig. Ich finde es halt auch schöner, wenn man das nicht jemandem. Warte, das kriegst du auch noch? Das, was mit einem so passiert ist, weil man ja auf gewisse Art und Weise dafür selber regeln kann. Aber okay. Guck mal jetzt nach, hast du alles? Ja, ich hab alles. Kommt schlechte Bilder zustande. Denk dran, aber wenn du Geheimoperationen oder so machst, du musst mir Bescheid sein, dann muss ich mich auch umziehen, anders, weißt du? Natürlich.
Guck mal, zum Beispiel, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser, achte, was passiert. Warte. Ohne mich zu regen? Ja, wie, was geht? Alles gut bei dir? Yeah, Mann, das ist bei mir auch so. Warte, ich trinke jetzt einen Schluck Wasser. Trink mal. Hey, was geht? Ich bin nicht mehr der Wanga. Naja. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ja, also wie gesagt, ich finde, sie machen hier scheiß Arbeit, Mann. Verpiss dich von ihr. Nein, ich scheiß auf euch, Mann. Ihr habt keine Ahnung von einer Polizeiarbeit. Ihr seid scheiße alle, ich hasse die Polizei. Ja, ja, Mann, fick mich gleich. Du warst nie ein richtiger Polizist. Na und? Was ist denn hier schon wieder los? Bitte. Schnell, steig ein. Hinterher. Oh, Leute. Das ist momentan mein bester RP-Strang. Ich sag euch ehrlich, wie es ist. Mit einbegriffen Bitcoin. Das ist der beste RP-Strang, den ich gerade habe. Ey, verpiss dich von die Straße, Mann! Ich bin ein Penner geworden. Ich hab keinen Set mehr. Steig auf, Rick. Steig bei ihnen auf. Wie nehme ich mit? Steig auf. Du bist so lustig. Also mein Gesicht. Ein Penner geworden. Pisco. Ja, Mann, Moment. Hol ihn in seine Reihe. Hab alles verloren. Alles? Ja. Nein. Scheiße, Mann. Du bist hässlich und fett. Ja. Siehst du das? 103. 97. Das ist Britney Spears? Das ist Britney Spears. Umarm ihn doch einfach, ey. Kennen wir uns Britney? Kennen wir uns Britney? Kennen wir uns Britney? So, wir haben jetzt 350 Metall schon, Chat. Nein, das ist Britney. I came like a wrecking ball. Na 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 468 number 1277. Leck mir mal ein. Wie heißt die Gang? Hey! Hey, sorry. Wanga, wie heißt die Gang? 428 number 629 number 7. Die klebrigen Banditen sind wir. Ja, das sind wir. Ja, guck, die klebrigen Banditen. Hä? Digga, man kann die nicht mal ab hier kann man erschlagen. Entschuldigung. Ach, ja! Aua. Digga, der hat doch schon alles verloren. Lass den mal. Ja, danke. Aua! Ah! Duanga, hast du noch ein Medikit für mich? Bitte? Pack auf den Boden. Ey, hör auf zu schlagen. Ist doch... Nein, ist 6 Minuten noch. Lohnt sich nicht. Ah, okay. Aber wenn ich jetzt einen Schlag kassiere... Hör auf, ey! Okay. Ich bin... Rick! Was sind wir? Die Ballers for life? Hä? Wer sind wir? Masla, Ramsam, Sam? Ah, Platz forever. Ramsam. Hä? Allah, wie geil ist das denn? Würdest du sagen, dass es im Nachhinein sogar besser ist, war gegen Breitenberg zu verlieren? Ja. Jo, kann man dir helfen? Hallo, das hier ist Ricky Sanchez. Freut mich. Aber wir wissen alle, Chat, wie es gelaufen ist, wie krass das war alles. Mahmoud. Das ist auch in unserer Gang. Hallo, Mahmoud. Warte, erstmal müssen wir... Duanga! Luzi. Duanga Kalinga, Fufuna und einer OSS. Freut mich. Genau. Ey, Bruder, sag mal bitte, Sidney, gute Besserung von mir. Bitte zu unserer Gang. Ja, ich kann... Ja, warum? Der Typ. Der hier? Ich hoffe wieder. Mahmoud? Gut, ja. Weiß ich nicht, hallo? Bist du auch ein Klebriger? Was denn? Bist du auch ein Klebriger? Komm her. Ich wünsche dir einer her. Du bist ein Klebriger. Oh, Scheiße, Mann. Ja, was ist mit denen da, ey? Der lutscht gerne an Sachen. Nee, also bei sowas bin ich raus, bin ich ehrlich. Du, ja. Hamid, wo warst du? Ich bin abgehauen. Hamid, Mann, ich hab dich vermisst, Mann. Ich hab dich auch vermisst. Oh. Danke, Hamid.
Du bist ein guter. Ja, Mann! Oh, danke, Amit. Digga, bist du auf Kauen, oder was? Ja, 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 wer ist schief? Du bist selber schief. Ey, wie redest du? Wie redest du, Mann? Ja, Mann, wie redest du? Ja, Mann, pass lieber auf, was du sagst, Kollege. Ich hab ein Stange. Eine Stange? Ich hab einen Traktor von Baustil. Was ist jetzt? Die Herren? Bitte stellen, Sprecher des Kali, Kartell, es ist Mr. Bitcoin. Lauf schnell, wenn er hinter dir her ist, hast du keine Chance. Du hast so